Meine Freunde, hi, Andi hier. Alligator hat einen neuen Song rausgebracht, Scheißdreck heißt er. Wir kennen ihn aus dem Snippet, aus dem 3er-Snippet mit Scheißdreck küssen. Ich. Ich kann das Ganze nochmal da oben verlinken. Da habe ich auch eine Reaction dazu, war ziemlich cool. Ich hoffe immer noch auf Küssen. Küssen fand ich der krasseste von den drei aus dem Snippet heraus, weil ich mir einfach vorgestellt habe, boah, das baut mega geil. Also live könnte ich mir Küssen extrem gut vorstellen, so mit den Live-Drums und so hinten dran. Aber Scheißdreck war auch ein krasser Banger und wir hören mal rein und ich habe so Bock drauf. Leute, wenn ihr den Content gefällt, lasst mir doch gerne ein Abo da, lasst mir doch gerne ein Like da. Je mehr Likes auf dem Video sind, desto mehr Alligator-Content bringe ich. Und wir gehen rein. 1, 2. Oh ja, ich höre. Oh ja, komm mal. Schon alleine deswegen ist es krass ein Banger. So, du hörst den Reverb so ein bisschen von der E-Gitarre in den Verstärker. Du hörst die organischen Drums. Und dann kommt, ist es eine 808? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall eine elektronische oder so rein. Und ich denke so, oh. Ja, das waren die ersten paar Sekunden. Ja. Oh, und hier. Da ist doch safe ein Offspring-Sample, oder? Pretty Fly? A white guy. Ich denke, das war das Offspring. Das ist aha. Aber ich kann mich auch täuschen. Was ich eben gerade noch sagen wollte, was mega nice ist, diese Verbindung von diesem Gitarrensound, ne? Oder beziehungsweise von diesem Reverb, von dem Verstärker und der Gitarrensound und das Schlagzeug Part eben diesem elektronischen Drum-Sound ist eben genau das, was er halt geil kann. Der Mix, und das ist ja so ein bisschen der Theme vom neuen Album, so wie ich es verstanden habe, der Mix aus Rap und Metal. Wenn man es mal ganz runterbrechen würde oder New-Metal-Einflüsse, ja, mit Rap kombinieren und so. Und das hörst du schon musikalisch in den ersten paar Sekunden, was sich hier erwarten wird. Und das finde ich sick. Also ich bin jetzt sicher, ob das Scheißdreck auch der Opener werden könnte vom neuen Album. Oder ob, aber diese Anleihen daran, das ist ganz wichtig, das habe ich mir da gerade dabei gedacht, das holt mich so gut ab, ey. Und ich denke mir jedes Mal, wow. Ich finde es geil als Metalhead, dass jemand genau das macht und dass das Konzept ein Theme vom Album wird. Fire. Das ist wirklich legit fire. In die Fresse, für mich klingt das wie geheucheltes Interesse. So nicht, ein Lehrer wollte von mir wissen, 3x75. Ich fand das damals schon übergriffig. Haben Sie am Körper Schmerzen, höre ich den Masseur nerven? Excuse me? Soll das ein Verhör werden? Ich bin keine Snitch, ihr kriegt niemals etwas raus. A, B, C, dasselbe könnte ich Sie fragen, Herr Jauch. Sie wollen unsere Daten. Oh. Sie wollen unsere Daten. Okay. Der erste Part, extrem geil. Ich musste so oft schmunzeln und lachen. Das kann ja Alligator sehr, sehr gut. Er wirft dich einfach in eine Situation rein. So geht's mir. Er wirft mich in eine Situation rein. Ich denke, okay, um was geht es genau? Und dann höre ich so einzelne Parts raus, so einzelne Lines, so einzelne Bars. Und ich denke mir so, oh krass. Beispielsweise mit der Schule 3,50. Ich denke so, what the fuck, Mathe habe ich noch nie gebraucht. So irgendwie. Dafür habe ich jetzt keine Ahnung. Steuerberater, dafür habe ich jetzt eine Buchhaltungssoftware. Dafür habe ich jetzt so. Und das, was ich im Supermarkt noch so, das ist safe. Aber wozu brauche ich Matrizenrechnung, Differentialrechnung, Integralrechnung? So. Da habe ich mich so gerade reingetriggert, fühlt wahrscheinlich auch Traumata aus der Kindheit, ne? Oder so dieses so von außen, so der Druck und hier und da und auch, und es passt so gut auch in dieses Konzept, ne? So eher auf dem Mond, in den ganzen Social Media Plattformen, aber auf den Social Media Plattformen, in der Promo-Phase, ich denke mir so, oh, dieses einerseits, lasst mich doch alle in Ruhe, was wollt ihr von mir, oder dieses, ne, Druck von außen, Push, Pull, so dieses hin und her gerissen, dann mit der ganz neuen Technik, AI und so, und er denkt sich einfach, oh, komm, ey, whatever, will noch ein bisschen CS zocken und bei Rock am Ring chillen oder fucken oder so. Aber das hat mich richtig geil abgeholt. Und hier diese, die Gitarre so zwischendrin ist wirklich episch. Ich find's geil. Als alter Metaler bin ich da wirklich abgeholt. Finde ich richtig geil. Und ist es eine Pre-Hook oder Hook, die jetzt kommt eben mit den Daten, ist auch eine krasse, so, also ich fühle mich da auch wirklich kompletter Zeitgeist, finde ich. Bis jetzt auf den Songs, auch auf Sora aus, ne? Da fand ich, er hat diesen Zeitgeist mit AI so geil getroffen, finde ich persönlich. Und deswegen bin ich richtig gehypt auf das Album. Wie gesagt, für mich Alligator ist ein so krasser Künstler. Ich höre ihm gerne zu, er hat so eine krasse Voice und lass da nochmal reingehen. Aber es ist safe, legit, wirklich ein Banger für mich schon. Und das sind so die Gedanken, die mir komplett in das Ohr fallen bzw. ins Hirn. Und das ist wirklich sehr selten, dass ich einfach geflasht werde. In der Reaction schon einfach nur ein paar Sekunden drin und es macht bam, bam, bam und es sprudelt, ja. Und das ist das, was ich dabei denke. Und das ist so nice.
Lass doch nochmal reingehen, lass doch mal zusammen. Ich frag mich, warum spuckst du Leuten in die Fresse? Für mich klingt das wie geheucheltes Interesse. So nicht, ein Lehrer wollte von mir wissen, 3x75. Ich fand das damals schon übergriffig. Haben sie am Körper Schmerzen, höre ich den Masseur nerven? Excuse me? Soll das ein Verhör werden? Ich bin keine Snitch, ihr kriegt niemals etwas raus. A, B, C, dasselbe könnte ich sie fragen, Herr Jauch. Sie wollen unsere Daten, sie wollen unsere Daten. Sie wollen unsere Daten, sie wollen Untertanen. Stellt der Bulle wieder solche dummen Fragen wie, ob wir vor der Fahrt etwas getrunken haben? Nein! Das geht dich ein Scheißdreck an, ein Scheißdreck geht dich das an! Das geht dich ein Scheißdreck an, ein Scheißdreck red mit der Hand! Geil, dammit. Also auch hier, die Hook ist so stabil. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es so geil. Das ist halt so Metal as fuck, würde ich sagen, aber es ist halt trotzdem irgendwo Rap und ich bin so verwirrt, ich denke mir so, okay, rappt er jetzt oder was, so Musik, ne? Musik kennt kein Genre, ich finde es immer wieder ganz, ganz wichtig, dass man jetzt trotz dessen, dass es so eine Hybrid-Geschichte ist, jetzt nicht sagt, das eine oder das andere oder so, dass man das enjoyt, dass einfach beide Komponenten diesem Song eine stabile Grundstruktur geben und er so on top einfach noch so Icing on the Cake sprinkelt und daraus wird so eine schöne Torte und ich enjoy die Torte und ich habe letztes Mal schon bei Küssen gedacht, ist das ein leckerer Kuchen? Tausendmal knutschen. Oh, aber mir bleibt es so im Kopf. Guck mal, das ist so geil. Er hat irgendwie, oder ich weiß nicht, was es ist, mir bleiben die Lines einfach auch so krass im Kopf. So, ich weiß nicht, das ist geil. Ungesunde Neugier beginnt schon in den Kinderschuhen. Papa, warum leben wir? Ich gebe keine Interviews. Haben Sie im Blackface die Frau belästigt, Herr Superstar? Gute Frage, aber ist mir zu privat. Es gibt nix geschenkt, sonst zocken sie dich ab. Die fetten Jahre sind vorbei, Fragen kostet wieder was. Ob beim Heiratsantrag oder gleich vorm Altar. Immer dieses Nein oder Ja, kein Kommentar. Sie wollen unsere Daten, sie wollen unsere Daten. Sie wollen unsere Daten, sie wollen Untertanen. Stellt der Kellner wieder solche dummen Fragen wie, ob wir in der Karte was gefunden haben? Das geht dich ein Scheißdreck an, ein Scheißdreck geht dich das an. Das geht dich ein Scheißdreck an, ein Scheißdreck red mit der Hand. Wow. Das geht dich ein Scheißdreck an, ein Scheißdreck geht dich das an. Was geht so ein Scheißdreck, kann doch nicht angehen. Gehst du mich an, gehst du gegen die Wand. Oh, bauen wir. Breakdown. Oh, what the fuck was that? Das geht dich ein Scheißdreck ab, ein Scheißdreck geht dich das an. Oh ja. Yeah. Das geht dich ein Scheißdreck an, ein Scheißdreck red mit der Hand. Das geht dich ein Scheißdreck. Okay, damn it, den Drop will ich nochmal hören, wie krass. Also ich dachte eben, wir bauen so, wir into Breakdown, into Oblivion irgendwie, jetzt werden meine Ohren weggehämmert, gesmashert, gebunnyhoppt irgendwie. Und aber dann war es dann trotzdem so ein cleaner Part dazwischen. Und dann kam aber der Drop und ich dachte eben, war das hier mit der elektronischen Drum oder so, muss ich nochmal hören so, kam aber extrem geil und hat mich App abgeholt. Also ich dachte erst so, oh, das ist ja ne, so die Achterbahnfahrt, du wirst hochgezogen und kurz vorm Abgrund, das ist ja so der Moment so. Also auch hier in Anführungsstrichen bei der Bridge so, bei dem, ich will jetzt nicht sagen Breakdown, aber so kurz davor in der Bridge, da denkst du so, was kommt jetzt so? Und dann gibt es nochmal so ein bisschen Clean, so die sind die ersten paar Sekunden, ja, der Wagen, du sitzt in der ersten Reihe, du kannst schon über den Rand gucken, du weißt so, okay, du spürst es im Magen, so Gravitation, Schwerkraft, 9,81 Meter pro Sekunde kommen gleich, wahrscheinlich nicht, oder? An einer Stelle, ich weiß nicht, bin Physik und so, bin ich raus. Da hatten wir es schon mal. Mathe und Physik war echt scheiße. dafür Sprachen. Und das, dann kam so der clean Part und dann dachte ich, und dann bam. Bada bam, Freunde. Jetzt kommt's. Wir werden hochgezogen. Achterbahn. What the fuck was that? Oh. Das geht dich ein Scheißdreck an, ein Scheißdreck geht dich das an. Das geht dich ein Scheißdreck an, ein Scheißdreck red mit der Hand. Das geht dich ein Scheißdreck an, ein Scheißdreck geht dich das an. Was geht so ein Scheißdreck? Kann doch nicht angehen. Gehst du mich an, gehst du gegen die Wand. Oh yeah. Komm, ein paar Shouts brauche ich auf dem Album, Bro. Ein paar Shouts. Richtig. Oh. Oh.
Fade Out. Ey, yo. Ey, was ist das, Mann? Ach du Scheiße. Oh. Was für ein Ende, ey. Was für ein Ende. Meine Freunde, das war krass, ey. Das war ziemlich sick. Was war denn das hier? Das war straight up ein Banger. Vor allem der Schluss nochmal, der Fade auch kurz davor. Du, mit den Drums, mit den Snares so noch. Und dann, oh Mann, ey, das war geil. Das war nice. Ich fand das so nice. Ich fand das wirklich nice. Ja, krass, Alligator-Scheißdreck hat mich krass abgeholt. Also so vielschichtig der Song. Ich hätte es im Snippet nicht gedacht. Ich dachte, es wird ein bisschen monoton. Jetzt gar nicht negativ gemeint, aber halt einfach nur so. Und dann hat es mich überrascht. Also ganz am Anfang, du hörst so die Gitarre, ne? Dann kommt die organische Drums oder ein elektronischer Drum-Beat irgendwie so drauf. Dann vernetzt sich das irgendwie, dann wird es dann nochmal in mir bauen, geht so eine Bridge rein. Dann holt sich nochmal clean up und dann droppt das Ganze nochmal, finde ich cool. Und zum Schluss dann auch bei der Part, bei dem es dann in den Fade-Out reingeht, fand ich mega sick. Also es hat mich nochmal, ich dachte, oh, das war dann so wirklich dieses instrumentale, die instrumentale Klangoase zum Schluss nochmal, so ein bisschen Urlaub auf Klangoasien. Oder die musikalische Lasagne, also diese Schichten, ja, die Layer, die dann gestapelt werden, so, das war einfach, war wirklich sehr, sehr Motto Bene, ja, also mir hat's richtig gut geschmeckt, also von wegen Kuchen, Lasagne ist der Shit, Leute, Alligator ist so krass, ich freue mich so aufs Album, ich freue mich auch auf Küssen, wenn der Song irgendwann gedroppt wird, so, dann wird auch meine Panties werden gedroppt, so, also metaphorisch, weil ich dann mich sehr, sehr freuen werde. Aber ich bin gespannt, was das Album noch zu bieten hat. Wir sind noch lange nicht am Ende, meine Freunde. Wir sind am Anfang dieser Reise. Falls dir das gefallen hat und du gesagt hast, oh, könnte ich nochmal eine Reaction vom Alligator sehen, dann hau mir doch gerne mal ein Like raus. Leute, wir nähern uns den 20.000 Abos. Ey, kriegen wir das hin? Kriegen wir das hin? 20k, das wäre echt wirklich ein Träumchen. Das wäre mein Erdbeerkuchen so. Und dann geht's ab. Lass uns knutschen. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Euer Andi. Ciao, ciao.